Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr Lieben, eigentlich wollte ich euch heute ein neues Bauvideo zeigen. Hat leider aus zeittechnischen Gründen nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, wann ich das jetzt genau schaffe. Es liegt momentan sehr, sehr viel an. Auch habe ich viel zu tun noch zu Hause, weil meine Frau es nicht ganz so gut gesundheitlich geht. Da habe ich einiges zu erledigen. Und ich muss gucken, wann ich Zeit habe zu bauen. Also mein Kopf ist jetzt mit anderen Dingen beschäftigt, als jetzt irgendwie was an der Bahn zu machen. Und so langsam aber sicher wird auch das Wetter schön. Das habe ich natürlich auch nicht berücksichtigt. Aber nichtsdestotrotz wird in naher Zukunft wieder ein Bauvideo geben. Dennoch wollte ich euch nicht ohne Video lassen. Ich habe ein bisschen mal in meinen Konserven gekramt und habe eine schöne Geschichte gefunden. Und zwar eine Anlage, die ich damals, ich glaube das war 2021, auf der Eurospor gefilmt habe. Das Thema der Anlage ist die DDR. Es ist, glaube ich, eine Nebenbahn oder eine Schmalspurbahn. Aber überzeugt euch selbst. Ich wünsche euch bei diesem kleinen, kurzen Video viel Spaß, ein schönes Wochenende und ich hoffe, ihr seid bald wieder dabei, wenn ich euch das nächste Bauvideo oder Fahrvideo präsentiere. Bis bald. Tschüss, euer Dortmunder Junge. Aber es gibt kein passendes Modell. Es kommt ganz in die Nähe. Es schaut zumindest getauscht worden. Und der Dieselmotor war etwas größer. Und dann mussten die Vorbauten verbreitert werden. Das wird, man sieht es, der Westdeutsche kann es nicht tun. Original-DDR-Elementen? Ja, mit Original-DDR-Elementen. Ich zeige sie Ihnen dann, das ist, Sie finden sie nicht. Nein, okay. Glaube ich auch nicht. Wenn man ganz intensiv guckt, sieht man vielleicht das eine oder andere, sagt, das könnte nicht stimmen. Okay. Man muss immer sagen, es ist Jahr 1967. Okay. Man kann aber dazu sagen, es ist kein Auto. Die Autos sind alle. Thank you.